Im August 2018 hat ihm Robert Zink sein Leben fast ein Ende genommen. Es hat alles angefangen, als er bei seinem Sohn daheim im Garten gearbeitet hat. Ich habe nicht lange gearbeitet, habe ich auf der Brust sehr starke Schmerzen gespürt. Ich habe gedacht, ja, das geht wieder weg, wie es gekommen ist. Ich bin ein bisschen im Auto auf die Stoßstange gehockt. Es ist aber nicht weggegangen, sondern ich habe angefangen zu schwitzen. Nachher ist mir schlecht geworden und dann habe ich gedacht, oh, da ist etwas nicht gut. Seine Schwiegertochter, die selber Pflegefachfrau ist, hat gemerkt, dass etwas anders ist als sonst und hat ihn ohne zu zögern ins Spital gebracht. Dann hat man mich auf die Station gebracht und dann ist mir so wie gewohnt, hat gedacht, so, jetzt hast du Hilfe, jetzt ist gut. Und ich habe noch mitbekommen, wie man an mir ein bisschen gearbeitet hat, aber was weiß ich nicht. Und dann bin ich plötzlich weg gewesen. Von da war nichts mehr gewesen. Dann bin ich weg gewesen. Er ist einem Herzinfarkt zum Opfer gefallen. Der Robert Zink ist dreimal reanimiert worden. Nein, mehrfach gebraucht bei euch. Der da. Ja. Da ist das Kabel, wo man die ist da schon bereit für den ersten Patienten, und dann die Fäts aufklebt. Und wenn es zu einem Herzstillstand kommt, kann man dann mit dem defibrillieren entsprechend. Bei einem Opfer von einem Herzinfarkt ist das Reanimieren aber nicht die endgültige Lösung. Ein Herzinfarkt tritt dann auf, wenn eine Koronararterie zugeschnürt wird. Damit das Blut wieder zirkulieren kann, muss der Arterienabschnitt wieder aufgetan werden. Mit einem feinen Draht geht man rein, man tut es mit einem Ballon aufdehnen und macht nachher in der Regel so eine Metallstütze rein, dass es schön offen bleibt. Und der zählt wirklich Zeit, bis man das Gefäß offen hat, dass man möglichst schnell wieder Blutversorgung herstellen kann, dass der Infarkt so klein wie möglich bleibt. Herzinfarkte kommen oft vor. Laut der Kardiologischen Stiftung Schweiz leiden 30'000 Personen in der Schweiz unter einem akuten Koronarsyndrom. Es ist wichtig, dass man schon bei den ersten Symptomen reagiert. Die muss man aber zuerst erkennen. Ja, ich habe es eben zuerst gar nicht realisiert, dass das ist. Dass das etwas Ernsthaftes ist. Vor allem nicht, dass es irgendein Herzinfarkt ist. Weil ich habe gefunden, ja, auf der Brust weh. Ja, ich konnte es nicht einordnen, woher das kommt. Erst als ich natürlich dann angefangen habe zu schwitzen und vor allem, als es mir schlecht wurde, habe ich schon gedacht, also etwas ist hier nicht, gar nicht gut, aber ich habe auch nicht hier noch nicht an einen Herzinfarkt gedacht. Gar nicht etwa. Wenn jemand einen Herzinfarkt außerhalb des Spitals erleidet, ist es wichtig, dass Drittpersonen helfen und lebensnotwendige Massnahmen ergreifen. Jede Minute zählt, das heisst, mit jeder Minute, die man wartet, bei einem Kreislaufstillstand, sinkt die Überlebenschance etwa um 10%. Das heisst, etwa nach 10 Minuten, wenn jemand wirklich keinen Kreislauf hat, ist echt die Überlebenschance null. Darum zählt jede Sekunde, muss man sagen, wenn man jemanden sieht mit einem Kreislaufstillstand. Die Leute natürlich verzögern zum Teil, reagieren, nicht wissen, wie reagieren. Und mittlerweile ist es aber so, dass viele von diesen automatischen Defibrillatoren, die eigentlich sogar Kinder können, bedienen, die mit dem reden, dass da öffentliche Plätze hat, im Bahnhof, der Flughafen, in den Kaufhäusern zum Teil. Und darum ist es eigentlich wichtig, dass wenn man jemanden sieht, der umgeht und nicht mehr reagiert, nicht mehr schnauft, keine Pause mehr hat, dass man möglichst schnell so einen automatischen Defibrillator, wie man den nennt, organisiert, den aufklebt und nachher eigentlich den Anweisungen folgt, was der Defi einem sagt. Nach der Operation hat Robert Zink die stationäre Rehabilitation während 3 Wochen besucht. Für fittere und jüngere Patienten gibt es auch die Möglichkeit für eine ambulante Reha. Das Programm heisst CoreFit. 3-mal pro Woche besuchen die Opfer von einem Herzinfarkt eine Physiotherapie im Spitalzentrum Biel. Mit diesen Übungen werden Ausdauer und Herzfunktionen verbessert.
Zusätzlich haben sie aber auch noch Termine bei der Ernährungsberatung, sie haben Gesprächsgruppen und es gibt auch ein Vortragsprogramm, wo sie verschiedene Sachen über das Herz und über Risikofaktoren und alles von verschiedenen Sachen lernen können. Bei uns im Corfit, also in Biel bei uns, haben wir 3 verschiedene Gruppen. Also so können wir eigentlich individuell auf sehr viele Leute eingehen. Die stärkste Gruppe, die ist die Macklingen. Und die gehen am Montag Nordic Walk, am Mittwoch sind sie im Hallenbad und am Freitag ist im Sommer Velo angesagt oder sonst auch Nordic Walking im Winter, wenn es Schnee hat. Dann die zweite Gruppe, also die anderen 2 Gruppen sind bei uns in der Physiotherapie, wo sie im Trainingscenter sind und einmal in der Woche sind wir im Turnsaal, wo wir spielerisch mit Spass uns bewegen und eigentlich so unseren Körper fit halten. Das Rehabilitationsprogramm dauert 12 Wochen. Die 2 Patienten haben es also fast geschafft. Normalerweise machen wir hier Konditionsübungen, dass das Herz wieder in die Gänge kommt. Seid ihr zufrieden? Es ist super. Während diesen 12 Wochen habe ich viele Sachen gelernt. Nach Abschluss des CoreFit-Programms hat Robert Zink noch ein Abschlussgespräch mit dem Rainer zu binden. Und wir haben besprochen, wo er sehr aktiv ist, haben wir die verbleibenden Gefäße, die noch eng waren, also konkret vor allem 2 grosse Äste, haben wir nachher in einem zweiten Schritt noch dilatiert und auch dort so Gefäßstützen, also Stents eingebaut und so eigentlich das Herz komplett revaskularisiert und die Pumpfunktion, muss man sagen. Also die Auswurfleistung vom Herz hat sich ebenfalls erfreulich erholt bei ihm. Beim Vergleich vorher-nachher stellt man Folgendes fest. Auf dem linken Bild sieht man den Teil vom Herz, wo noch keine Stents positioniert worden sind. Und auf dem Bild rechts sieht man den gleichen Teil, aber nachdem man Stents positioniert hat. Mit dem Kontrastmittel, das man eingespritzt hat, erkennt man schnell, dass beim rechten Bild die Herzbewegungen besser sind. In der Schweiz überleben nur 5-10% der Personen einen Herzstillstand. Der Robert Zink kann sich glücklich schätzen. Ja, ich fühle mich schon recht gut. Das eine ist einfach, wo ich immer wieder denke, ich habe enorm Glück gehabt. Das heisst, die Schwiegertochter hat mir ja wahnsinnig geholfen, fast das Leben gerettet. So. Nachher habe ich auch Glück gehabt hier im Spital mit der guten Betreuung. Also, ich fühle mich natürlich wahnsinnig gut, dass man mir hätte so helfen können.